Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier zu diesem Forum Inverted Classroom. Mein Name ist Stefanie Grabowski vom Projekt Nexus und es ist mir eine große Freude, heute Ihnen Ihre beiden Referenten vorzustellen. Das ist einmal Herr Dr. Malte Persicke von der Universität Mainz und Herr Athanasios Vassiliou von CEDES der FU Berlin. Herr Persicke ist Ihnen wahrscheinlich bekannt durch sein didaktisches Konzept des Inverted Classroom, das mehrfach preis ausgezeichnet wurde, zuletzt 2012 mit dem Ars Legendi-Preis. Herr Athanasios Vassiliou arbeitet hier am CEDES und setzt schon seit vielen Jahren Inverted Classroom in seiner eigenen Lehre ein und unterrichtet auch andere Lehrende und hat Ihnen ein paar Beispiele für aktivierende Elemente für die Inverted Classroom-Methode mitgebracht, unter anderem diese Voting-Systeme, die Sie auf Ihren Tischen sehen, die Sie dann gleich noch live und in Farbe einsetzen dürfen. Ja, ich wünsche Ihnen ein spannendes und anregendes Forum und übergebe an Sie, Herr Persicke. Danke. Ja, hallo und herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass wir da sind. Ich fange aber gar nicht an, sondern es fängt an, der Herr Vassiliou, der Ihnen direkt zum Anfang, denn wir reden nicht nur über Inverted Classroom, wir versuchen auch Sie im Sinne des Inverted Classroom ein bisschen einzubinden in den heutigen Workshop. Und deswegen fängt der Athanasios direkt an, Ihnen ein paar Fragen zu stellen, die Sie mit der Lehre, mit dem Inverted Classroom und mit diesem Workshop verknüpfen. So, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen kurz das erläutern oder erklären, was vielleicht an jedem Tisch ist. Das ist ein Voting-System, wahrscheinlich kennen das die meisten. Und das möchten wir, was, wie Malte gesagt hat, gleich einsetzen. Vorher, was haben wir mit Ihnen vor in den nächsten circa 90 Minuten, die uns zur Verfügung stehen? Es wird Malte dann nach unserer Voting-Aktion beginnen mit einem kurzen Impulsvertrag. Ich folge mit einem Praxisbeispiel. Da möchte ich direkt in die Lernplattform gehen und Ihnen zeigen, wie ich das umgesetzt habe. Dann hören wir Malte mit Videoformaten. Welche Videoformate gibt es? Welche können Sie einsetzen? Und anschließend habe ich die schon genannten Methoden mitgebracht. Was können Sie in der Präsenzsitzung machen? Und wenn die Zeit dann ausreicht, Fragerunde, Zusammenfassung. Deswegen legen wir mal gleich los. Wir haben einige Fragen. Ich würde immer die Frage erst freigeben, damit die Software soweit ist. So erscheinen dann die Antworten auf Ihren Folien. Okay, ungefähr die Hälfte haben eine eigene Lehrveranstaltung. Gut. Die Frage möchte ich auch, ich muss Ihnen mal kurz freigeben und sage ich Ihnen, wann Sie abstimmen können. Jetzt können Sie abstimmen. Beraten Sie Lehrende zum Thema E-Learning? Arbeiten Sie also in so einer Einrichtung, wie wir es sind, Center für Digitale Systeme? Eine unserer Aufgaben ist es ja, Lehrende hier an der FU zu beraten zum Einsatz von digitalen Medien in der Lehre und in der Forschung. Schauen wir uns hier die Ergebnisse an. Deutet darauf hin, dass auch Lehrende hier sitzen, die Eigenlehrveranstaltungen machen. Setzen Sie bereits Online-Formate in der Lehre ein? Die Frage ist jetzt geöffnet. Okay. Schön. Sehr viel. Erfahrungen direkt mit Inverted Classroom. Die Frage ist jetzt geöffnet, Sie können abstimmen. Okay. Sie sehen einen kleinen Nachteil, Sie sehen die Antworten nicht mehr, die dahinter liegen, weil die Ergebnisse von diesem System einfach über die Frage gelegt werden. Ich könnte jetzt als Lehrender auf Escape drücken, aus dem Präsentationsmodus raus, die Ergebnisse anklicken, sie verkleinern, dann bleiben sie auf der Folie kleiner und dann wieder in den Präsentationsmodus. Das hört sich aufwendiger an, als es ist. Kann man also durchaus machen. Die Ergebnisse werden gespeichert, wenn also Sie als Lehrender das hinterher auswerten möchten. Die werden jetzt direkt auf dem PowerPoint gespeichert. Die nächste Frage ist jetzt geöffnet. Sehr gut, dass Sie hier sind, ja. Okay, einen hohen Aufwand. Werden wir sehen, ob das wirklich so ist.
Für die Durchführung, wenn Sie es schon mal gemacht haben, dann, wenn das Konzept steht, Frage ist geöffnet, bitte abstimmen. Also ja, einmal den Aufwand und dann geht's, ne? Doppelt sich ein bisschen mit der Frage von vorhin. Können Sie sich vorstellen, das in Ihre eigene Lehre einzusetzen? Das ist erfreulich, ne? Oder? Hervorragend. Ja, dann sitzt du woanders. Die, sind bei den die sind bei den Clanspielen, ganz genau. Ja. Trotzdem erfreulich. Okay. Den Einsatz wollten wir demonstrieren. Das können Sie als Lehrende so einsetzen, wie wir es gemacht haben am Anfang, um ein bisschen was herauszufinden über Ihre Zielgruppe, aber natürlich auch während der Lehre. Ich sage jetzt gleich mal was, bevor ich dir das Wort gebe. Wir nutzen es in der, ich empfehle meinen Dozenten immer es so einzusetzen, dass sie ihre Vorlesung halten, nach 20 bis 30 Minuten, wenn die Aufmerksamkeitskurve wie bekanntlich sinkt, dann eine Frage stellen zu dem, was sie gerade erläutert haben, eine halbe Stunde lang. Ja? Wenn die einfach fragen würden in einem großen Hörsaal, dann haben sie zwei Effekte. Entweder es meldet sich keiner, weil sich keiner traut, oder es melden sich immer die gleichen, die in den ersten Reihen sitzen. Dann haben sie kein so vollständiges Bild. Das ist anonym, das heißt, jeder traut sich drauf zu drücken und sie bekommen ein direktes Feedback. Haben sie eine niedrige Zahl, die es verstanden hat, 30%, das Peer-System oder Peer-Verfahren nach Eric Mazur von der Harvard-Universität, der sagt, alles unter 30% bedeutet, sie sollten es als Dozent nochmal erklären, andere Worte, noch ein Beispiel bringen. Ist es 50-50, dann wendet er das Peer-Verfahren an, dann heißt es, frag deinen Nachbarn, was hat er gewotet. Das führt zu den folgenden Gesprächen, was hast du gewotet? Ja, ich habe das, wieso das, ich habe das, okay. Und die gleiche Frage stellt der Dozent dann nochmal und es wirkt. Die richtigen Antworten steigen dann. Und wenn Sie aber merken, 70% plus hat es verstanden, 75, dann können Sie einfach weitergehen im Stoff. Und das hat einen sehr positiven Effekt, sowohl für die Studierenden als für Sie als Lehrende. So viel zu den Voting-Systemen. Wir können später nochmal darauf eingehen. Ich übergebe jetzt das Wort an Malte. Notebook, Tisch 2, Projektion. Perfekt. Du bist so online. Ich werde aufstehen, weil ich bin auch in meiner Vorlesung immer einer, den man als Sprinter bezeichnet. Also ich laufe gerne rum und stehen ist für mich immer angenehmer als sitzen. Ich werde Ihnen ganz kurz einen Impuls geben, nicht lange, wir müssen ein wenig Zeit einsparen, über die Grundlagen des Inverted Classroom, über die Erwartungen, die Sie als Lehrende an den Inverted Classroom stellen dürfen, sollten und vielleicht auch müssen, vor allem auch die Erwartungen, mit denen Ihre Studierenden in den Flipped Classroom gehen und die Erfahrungen, die Ihre Studierenden mit dem Flipped Classroom machen. Das Flipped Classroom-Konzept, das ich Ihnen vorstellen werde, ist zunächst mal hier gegliedert. Ich werde Ihnen ganz kurz was erzählen über den Flipped Classroom selber. Das dauert hoffentlich nicht länger als 30 Sekunden. Dann werden wir so ein bisschen empirische Forschung, das klingt ein bisschen dröge, ist es aber gar nicht, zum Flipped Classroom besprechen. Wir werden dann in die Präsenzphase übergehen, die der Athanasios mit Ihnen machen wird. Dann werde ich wieder so ein bisschen was über die Online-Phase erzählen und über die Online-Materialien und dann geht es weiter, wie gerade vorgestellt, im Zeitplan. Flipped Classroom, das ist jetzt die 30-Sekunden-Erklärung, Sie kennen das alle wahrscheinlich. Die Studierenden erarbeiten sich Wissensinhalte, vor allem Wissensinhalte, zu Hause, am Notebook oder auch im Café, beim Starbucks, irgendwo. Dort lernen Sie hoffentlich so viel, wie Sie von Ihren Studierenden erwarten, dass Sie lernen sollen. Dann kommen die Studierenden in die Lehrveranstaltung und dort wird nicht mehr klassisch frontal gelehrt, sondern Sie gehen her und arbeiten interaktiv mit Ihren Studierenden zusammen. Das heißt, die Präsenzphase verändert sich völlig. Und wie das geht, das sehen wir im nächsten Teil. Und dann merken die Studierenden natürlich im Klassenraum, Mensch, ich habe einzelne Sachen vielleicht doch nicht so gut verstanden, ich sollte mir einzelne Dinge nochmal angucken. Und dann haben die Chance, zielgerichtet nochmal in diejenigen Inhalte zu schauen, bei denen sie gemerkt haben, da habe ich noch ein paar Lücken. Es gibt inzwischen viel Literatur zum Flipped Classroom. Ich habe Ihnen hier mal drei verschiedene Bücher aufgeschrieben. Eins davon vom Jürgen Handke, der wurde heute auch schon erwähnt im Vortrag vom Rolf Schulmeister, in dem man sich so ein bisschen mit dem Konzept, den Ideen und wesentlichen Methoden des Flipped Classroom auseinandersetzen kann.
Der Flipped Classroom ist schon ein bisschen älter. Die Idee ist schon ein bisschen älter, kommt eigentlich aus dem Schulunterricht. Der erste Artikel, der tatsächlich diese beiden Begriffe des Invertierens und des Klassenraums zusammenbringt, ist dieser Artikel von Lager und Platt. Und die haben verschiedene Erwartungen formuliert, die sie mit dem Flipped Classroom, eben mit dem Umdrehen des Klassenraums, Wissenserwerb zu Hause, üben im Klassenraum, also genau entgegengesetzt zu dem, was man früher gemacht hat, nämlich Wissenserwerb im Klassenraum, üben zu Hause. Die Erwartungen also, die Sie damit verknüpft haben. Und die Erwartungen sind hochgesteckt. Und das werden Sie gleich sehen, wenn Sie das auf Ihre eigene Lehre anwenden, dann ist das was, was wir hofften, jetzt schon zu erreichen. Und all diese Dinge werden mit dem Flipped Classroom in besonderer Weise verknüpft. Man hat sich erwartet, dass man Motivation und Engagement bei den Studierenden erhöhen soll. Und zwar einfach dadurch, dass man mit ihnen zusammenarbeitet, dass man sie interaktiv begleitet, dass man sie motivieren kann im Klassenraum, viel besser als in einer klassischen Präsenzvorlesung. Man hat gehofft, dass man Interaktion fördert, und zwar nicht nur zwischen dem Lehrenden und den Studierenden, sondern auch innerhalb der Studierenden. Man hat gehofft, dass man dadurch Wissen und Kompetenzen vertieft, dass man die Behaltensleistung verbessert. Also insgesamt soll mehr Lernen entstehen im Flipped Classroom. Deshalb machen wir das. Wir wollen, dass unsere Studierenden besser werden. Lass uns mal gucken, was dabei rausgekommen ist und ob all diese Erwartungen, die wir an den Flipped Classroom stellen, sich tatsächlich erfüllt haben. Und da hat Rolf Schulmeister gerade schon eigentlich den Fahrplan für die nächsten Folien Ihnen hingelegt. Er hat nämlich gesagt, 30% der Studien finden positive Effekte, 30% finden negative Effekte und 30% finden gar nichts. Genauso ist es in der Forschung zum Flipped Classroom. Das kann sehr, sehr frustrierend sein, wenn man versucht, sich aus Forschungsartikeln darüber zu informieren, was sollte ich eigentlich tun in meiner Veranstaltung. Dann finden Sie Tipps und dann lesen Sie den nächsten Artikel und denken, gut, das bringt ja alles offenbar gar nichts. Es gibt aber ein paar Effekte, die sich finden und die wir auch anekdotisch immer wieder hören von allen Lehrenden, die den Flipped Classroom bereits einsetzen. Der Workload bei den Studierenden steigt an. Das ist die berühmte Zeitlast, über die Herr Schulmeister immer spricht. Zum Teil um weit mehr als 100%. Das heißt, die Studierenden arbeiten weit mehr als vor dem Flipped Classroom. Das heißt, da sollte man sich dieser Tatsache bewusst sein als Lehrender. Man braucht aber, auch wieder ein Anliegen an Rolf Schulmeister, keine Angst davor zu haben, seine Studierenden zu überfordern. Denn es zeigt sich in nahezu allen Studien, die die Zeitlast messen, dass man die Studierenden dann gerade von unten an die Vorgaben heranbringt, die sie laut Bologna eigentlich erfüllen sollten. Also wir überfordern sie nicht, sondern wir schaffen es, sie gerade mal so viel arbeiten zu lassen, wie sie eigentlich sollen. Aber natürlich müssen wir immer bedenken, es sind natürlich diejenigen dabei, die überfordert sind und die jetzt noch viel stärker überfordert sind mit dieser gesteigerten Zeitlast. Die Lehrevaluation, also wenn wir alle hoffen, ich mache den Flipped Classroom, das finden meine Studierenden so gut, dass ich hinterher Lehrpreise abräumen kann, ist nicht der Fall. Die meisten Studien, die tatsächlich die Lehrevaluation berücksichtigen, finden, dass sich Lehrevaluation eher wenig verändert. Tendenziell sind Studierende zufriedener. Allerdings ist diese Gruppe zufriedener Studierender exakt gekontert durch diejenigen Studierenden, die dieses Konzept furchtbar finden. Das heißt, sie heterogenisieren die Studierendengruppe. Im Mittel ist es eher so, dass sie ein bisschen zufriedenere Studierende haben, aber man braucht sich davon keine zu großen Effekte zu erwarten. Die Studierenden schätzen vor allem die Flexibilität der räumlichen und zeitlichen Lernsituationen. Das heißt, sie kommen zwar in den Klassenraum, häufig aber kürzer als in den normalen Veranstaltungen. Und vor allem können sie das Wissen flexibel erwerben, zu beliebigen Zeitpunkten. Sie können es vor allem flexibel wiederholen. Leistung verbessert sich bei den Studierenden. Das kann man messen. Oder auch nicht. Also für jede Studie, die Sie finden, in der sich die Leistung verbessert, finden Sie mindestens eine weitere Studie, die zeigt, dass sich die Leistung gerade nicht verbessert im Flipped Classroom. Die Frage ist, und das ist der eigentliche Punkt, an dem ich interessiert bin, warum ist das so? Es ist mir eigentlich relativ egal, ob meine Studierenden das besser finden, was sie da machen. Sie sollen mehr lernen, sie sollen besser lernen. Das Gelernte soll sich länger erhalten. Die Frage ist, warum klappt das im Flipped Classroom so nicht? Warum müssen wir dieses Zwischenfazit ziehen, nämlich, dass es viel indirekte Evidenz gibt, dass sich die akademische Leistung der Studierenden verbessert? Das ist gleichzusetzen mit, es gibt nur sehr wenig direkte Evidenz, dass das so ist. Warum ist das so? Die Probleme lassen sich relativ klar identifizieren und das sind für mich die viel spannenderen Forschungsarbeiten. Zum einen ist es die Adhärenz der Studierenden, das heißt die Frage, bleiben die Studierenden eigentlich dabei?
Und natürlich ist es so, dass wir im Flipped Classroom denselben Effekt erleben, den wir früher erlebt haben, wenn wir unseren Studierenden Literatur zu lesen gegeben haben und gesagt haben, bis zur nächsten Veranstaltung lesen Sie das bitte. Dann war man froh, wenn 4 von 20 das tatsächlich gelesen hatten. Und einen ähnlichen Effekt hat man natürlich auch mit diesen Online-Materialien. Nicht alle Studierende, die sich das anschauen müssten, tun das auch. Dann haben wir oft Brüche zwischen Online- und Präsenzphasen. Das heißt, wir haben schon notwendigerweise vollkommen andere Materialien, mit denen man online lernt, als die Materialien, mit denen man in der Präsenz lernt. Sie haben einmal Online-Videos und dann muss man plötzlich dieses in den Videos angeschaute oder dieses aus den Videos Gelernte anwenden an ganz anderen Medien und Materialien. Häufig sind auch die Erwartungen nicht klar, die Sie als Lehrende an die Studierenden haben. Studierende müssen sehr genau kommuniziert bekommen, was sollen die eigentlich machen im Classroom? Was erwarten wir von denen, was sie zu Hause machen? Was erwarten wir von denen, was sie im Präsenzteil dann machen sollen und können sollen vor allem? Das ist längst nicht klar und ich stelle fest, dass ich viel mehr Zeit als früher darauf verbringe, den Studierenden zu erklären, was sie eigentlich machen sollen, bevor das mit dem Flipped Classroom überhaupt losgehen kann. Und schließlich haben wir eine schlechte Betreuungsrelation, denn es ist so, dass der Flipped Classroom von der Anlage, von der Idee her darauf basiert, dass die Studierenden in der Präsenzphase zusammenarbeiten, dass sie mit den Studierenden zusammenarbeiten. Das geht bei 20 Studierenden, bei 30, bei 40 vielleicht gerade noch so. Aber wenn Sie an die Großveranstaltungen aus der BWL zum Beispiel denken mit 500, 600, 700 Studierenden, dann ist es vollkommen unmöglich, als einzelner Lehrender mit denen plötzlich interaktiv zu arbeiten. Da muss man andere Methoden entwickeln, zum Beispiel diese Audience-Response-Systeme, diese Abstimmungssysteme, die Sie gerade alle benutzt haben. Entscheidend für den Flipped Classroom, das ist etwas, über das zum Glück Rolf Schulmeister heute Morgen gesprochen hat, ist ein Satz, den ich aus dieser Studie gezogen habe, der lautet: Offloading content is much more important than the specific resources used for flipping. Wir sprechen oft über Videos in der Lehre, über Digitalisierung, über die Arten der Digitalisierung, über digitale Formen, die wir im Internet anbieten. Es scheint sich aber herauszukristallisieren, dass die Art dessen, was Sie im Internet anbieten, Ihren Studierenden in den Online-Kursen, im Moodle-System, Ihren Studierenden anbieten, als Grundlage des Lernens für zu Hause, gar nicht der entscheidende Faktor ist. Sondern der Flipped Classroom scheitert oder hat Erfolg in der Präsenzphase. Sie können die besten Online-Materialien haben und es kann trotzdem schief gehen. Sie können aber Online-Materialien von mittlerer, von durchschnittlicher Qualität, das müssen keine Hochglanzvideos sein, über eine gute Präsenzphase immer in eine sehr gute Lehrveranstaltung übersetzen. Das heißt, entscheidend am Flipped Classroom ist nicht, dass Sie plötzlich Online-Videos machen, sondern entscheidend am Flipped Classroom ist, wie Sie die Online-Materialien, welche das sind, scheint keine große Rolle zu spielen, wie Sie das mit der Präsenzphase verschränken. Und deshalb haben wir einen großen Teil dieses Workshops eben genau mit dieser Präsenzphase gefüllt und nur einen kleineren Teil, den ich später nochmal vorstellen werde, mit der Online-Phase. Und damit darf ich schon abgeben an Athanasius. Fast 85% der hier Anwesenden haben eben abgestimmt. Sie können sich vorstellen, Inverted Classroom in Ihrer Lehre einzusetzen. Das heißt, das, was Sie, glaube ich, von uns jetzt hören möchten und sehen, sind direkte Beispiele, wie wir das gemacht haben. Liege ich da richtig? Ja? Nochmal abstimmen lassen. Okay. Ich habe eine Lehrveranstaltung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin und dort habe ich eine sehr heterogene Zielgruppe. Ich habe ca. 25 Studierende, 2/3 davon sind ausländische Studierende. Und es ist ja eine sehr interdisziplinäre Gruppe, denn es ist so ein sogenanntes wissenschaftliches Ergänzungsfachmodul, das heißt so ein Studium Generale. Ne? Also aus allen Fachbereichen sitzen dort Studierende mit drin. Die Veranstaltung, der Ablauf ist in etwa so, blau ist Online-Vorbereitung und der grüne Kreis soll darstellen, dass sie in Präsenz zusammenkommen. Da geht es um Themen, um die sogenannten Schlüsselqualifikationen, Schlüsselkompetenzen, also Soft Skills. Teamarbeit, interkulturelle Kompetenz, Rhetorik, Präsentationstechniken und so weiter. Das sind Kompetenzen, die kann ich zwar auch in Theorie vermitteln, es gibt ganz viele Definitionen, was ist interkulturelle Kompetenz,
Aber ich glaube, ich mache meine Studierenden kein Stück kompetenter interkulturell, wenn ich ihnen nur diese Definitionen gebe. Das heißt, ich muss Raum schaffen und ihnen Aufgaben geben, mit Rollenspielen, mit Gruppenaufgaben, damit sie Zeit haben, sich in diese Begegnungssituation zu verschaffen. Das bringt denen viel mehr, als wenn ich denen hinterher in der Klausur sage, schreibt mal 3 Definitionen auf von 3 unterschiedlichen Wissenschaftlern. Was habe ich also gemacht? Ich habe die Lernumgebung, den Unterricht so gestaltet, dass dieser Theorieteil im Sinne des Flipped oder Inverted Classrooms, wie wir sagen, ausgelagert wird. Und da möchte ich Ihnen das Ganze mal, ja, können wir auch an dieser Folie zeigen. Das ist ein Ausschnitt aus der Lernumgebung, an der HTW wird Moodle genutzt. Heterogenität, Lerntempo, Lerntypen habe ich mir als Stichwort aufgeschrieben, weil genau das sind die Schwierigkeiten, mit denen ja ich als Lehrender dann zu kämpfen habe. Ich habe also unterschiedliche Lerntypen. Es reicht für mich nicht aus, einfach nur ein Video reinzusetzen und sagen, guck dir das Video an und dann komm bitte in die Präsenzphase. Es sind Studierende dabei, die können mit Videos nicht lernen. Entweder weil sie es nicht gelernt haben, mit Videos zu lernen, oder weil sie einfach keinen Spaß daran haben, ein Video zu gucken. Sie lesen lieber einen Text. Also muss ich zusätzlich auch einen Text zur Verfügung stellen. Und ich weiß aber, es sind Studierende da, die lernen viel besser, wenn sie eine Aufgabe lösen. Und ich in dieser Aufgabe berücksichtigt habe, dass das, was ich in der Theorie eigentlich wollte, mit drin schon in der Aufgabe ist. Also bin ich hingegangen und habe eine Online-Aufgabe, also ein Forum, eine Aufgabe im Forum platziert. Ich habe ein Video in dieses Lernmodul reingegeben und ich habe ein Skript reingegeben. Mir ist es komplett egal, ob die Studierenden den Text lesen oder sich das Video anschauen. Sie sollen vorbereitet kommen. Sie haben ein unterschiedliches Lerntempo, die Studierenden. Jeder hat sein Lerntempo. Wenn ich das versucht hätte, in 90 Minuten zu vermitteln, dann gebe ich ja mein Tempo vor. Ich weiß, was ich alles reinpacken will und dann gebe ich Gas. Ich habe aber, wie gesagt, 2/3 ausländische Studierende. Die sind mit der Sprache vielleicht nicht, haben so ein paar Schwierigkeiten. Da habe ich zum Beispiel auch Videos gemacht, die ich untertitelt habe. Das sind deutsche Videos, aber ich habe trotzdem deutsche Untertitel reingepackt und habe die Rückmeldung bekommen, das war sehr hilfreich. Das hat denen wirklich geholfen. Jetzt habe ich also in diesem Lernmodul unterschiedliches Lernmaterial reingegeben und auch einen Selbsttest. Das kann man in diesen Plattformen, Moodle, Blackboard und so weiter, ja sehr schön machen. Alle möglichen Frageformate kann man da vorbereiten. Deren Aufgabe, und da bin ich bei Malte, die müssen vorher eine Instruktion bekommen, wie funktioniert Flipped Classroom. Vielleicht wechsle ich jetzt doch in die Umgebung, in Moodle, um Ihnen das zu zeigen auch. So sieht der Moodle-Kurs bei mir aus. Am Anfang hier ein Forum für Kursnachrichten, dann ein paar Informationen zum Fach. Und hier unter Informationen zum Fach habe ich ein Video, hier steht Video-Einführungsveranstaltung. Das ist ein selbstgedrehtes Video mit Camtasia aufgenommen, ein Screencast, wie man so schön sagt. Und das sehen Sie, ne? Ich bin da unten im Kleinen vom Fenster zu sehen. Und ich erkläre Ihnen in diesem Video, was ich von Ihnen erwarte. Wie Flipped Classroom funktionieren wird, wie die Veranstaltung funktionieren wird. Und ich erläutere dort auch die Credit Points. Das ist ein Argument, was ich in den ersten Semestern, als ich das gemacht habe, immer gehört habe. Oh, das ist viel zu viel Aufwand, wir müssen das alles machen und dann haben wir noch die ganze Präsenz und so. Und dann habe ich Ihnen vorgerechnet, wie viel ein Credit Point ist, wie viele Stunden Sie dafür leisten müssen. Ich habe Ihnen vorgerechnet, sehr großzügig, wie lange es dauert, das alles durchzuarbeiten. Und dann war Ruhe. Das war also wahr und ist, finde ich, auch kein Argument. Wenn man also das gut einführt und den Studierenden genau erklärt, was meine Erwartungen sind und genau ihnen auch erklärt, was für sie die Erwartungen an meine Person sein können, dass sie einen Unterricht bekommen, ich sage Unterricht, weil Fachhochschule oder Lehre halt, ne, dass sie von mir eine Lehre bekommen, die nicht das Klassische ist, aber für sie hilfreicher sein kann, weil ich dadurch viel mehr Leute bedienen kann in ihrem Tempo, in ihren Lerntypen, so wie sie lernen und ich dadurch eine Gruppe schaffe, die gemeinsam dann, weil wenn einer ein bisschen weiter ist, dann mache ich einfach eine Lerngruppe in der Präsenz und lasse den, der weiter ist, mit 2 anderen, die nicht so weit sind, zusammenarbeiten und dann sorgen die schon untereinander mit Peer, dass die auf den gleichen Stand kommen. Und wenn diese Vorteile den Studenten klar sind, und mir sind sie klar als Dozent, sonst hätte ich es nicht gemacht, dann habe ich eine gute Basis geschaffen, um gut einzusteigen mit Flipped Classroom. Als Nachbereitung müssen Sie dann bei mir ein sogenanntes Lerntagebuch führen. Woche für Woche. Das heißt, ich verlange von meinen Studierenden, und das gehört zu den Credit Points dazu, dass sie sich hinterher hinsetzen
Und Sie haben eine Woche Zeit bis eben zur nächsten Präsenz und aufschreiben, was habe ich da gelernt? Das ist dann keine klassische Klausur, sondern die sollen sich mit Fragen auseinandersetzen, was wusste ich über das Thema, bevor ich angefangen habe mit den Online-Aufgaben, was habe ich nach Bearbeitung der Online-Aufgaben, was habe ich nach der Präsenzveranstaltung zu diesem Thema neues Wissen hinzugefügt, gelernt. Das machen sie Woche für Woche. Am Anfang läuft das holprig. Die sind darauf getrimmt, Klausuren zu schreiben, an den Fachhochschulen zumindest. Ja. Das läuft holprig. Diese Art der Form kennen die nicht. Nach der dritten Woche haben die das aber drauf. Ich gebe ihnen mal ein paar Leitfragen fürs Lerntagebuch. Und nach der dritten Woche brauchen die keine Leitfragen mehr. Dann kommt in der vierten Woche noch der eine und sagt, sie haben die Fragen vergessen. Und dann kommt schon aus der Peer Group, das kannst du doch jetzt selber. Auch hier ist die Erfahrung, am Anfang etwas anleiten, den Sinn des Lerntagebuchs erklären, ihnen ein Beispiel zeigen von anderen Semestern und dann ist die Akzeptanz höher bei den Studierenden, sich damit mit dieser Form zu beschäftigen. Und das sollen Ideen sein, bevor ich dann, glaube ich, zu Malte wieder überleite. Eine der Schwierigkeiten im Inverted Classroom ist, sie kommen nicht vorbereitet. Sie haben das Video nicht geschaut oder Sie haben die Aufgaben nicht gemacht. Hauptsächlich das Video. Viele Kollegen arbeiten immer mit Videos, wobei ich ja immer sage, es ist nicht nur Video. Ja? Ich habe mehrere Lerntypen, da biete ich viel mehr an als nur ein Video. Wir nennen das flankierende Maßnahmen und versuchen damit diesen Berieselungseffekt entgegenzutreten. Viele schalten sich das Video an und wie auf YouTube denken, sie lernen jetzt, nur weil das nebenbei läuft, vielleicht auf dem Tablet, tatsächlich im Starbucks oder sonst wo. Und sie denken, sie haben es jetzt, sie haben die Inhalte drauf. Und was ich versuche, was wir versuchen, was ich meinen Dozenten auch sage, ist, flankieren Sie das mit sogenannten Maßnahmen. Sie können zum Beispiel diese Tests einfügen in Moodle oder in Blackboard, entweder vor dem Video oder auch zwischendrin. Da gibt es Software, die das macht. Camtasia kann das auch, ja, dann können Sie das Video machen. Dann kommt eine Frage und das Video geht erst dann weiter, wenn die Frage beantwortet wurde oder eben nachher, nach dem ganzen Video. Ein weiterer Nachteil, von dem man sagt, es Nachteil ist, dass im Inverted Classroom sitzen die alleine zu Hause und können niemanden fragen. Da ist keiner, den man fragen kann, wenn man die Theorie sich jetzt nicht selbst erschließen kann. Ja, da ist keiner im ersten Moment, aber man hat ein Forum in Moodle. Für jedes Thema habe ich ein Forum und ich committe, sage meinen Studierenden, alle zwei Tage gucke ich da rein. Wenn ihr die Frage euch nicht miteinander beantwortet habt, wenn nicht der eine oder andere die Antwort schon kannte und gepostet hat, dann gucke ich da alle zwei Tage rein, dann beantworte ich diese Frage. Dann haben sie ihre Antwort nicht direkt bekommen, aber zumindest nach zwei Tagen. Das reicht immer noch aus, wenn sie eine ganze Woche haben, um in die nächste Präsenz zu kommen. Ich setze dieses Lerntagebuch ein, das habe ich eben erläutert, aber dieses Lerntagebuch kann man ja auch anders, begleitend oder als Reflexion setze ich es ein, begleitend zur Veranstaltung kann man es einsetzen. Man kann vor dem Video eine Leitfrage einsetzen, was wir hier an der FU auch gemacht haben und ganz klar sagen, wenn du dieses Video geguckt hast, musst du folgende Frage beantworten können. Also schaust das Video unter dem Aspekt dieser Frage. Ja? Ganz konkret also die Leute anleiten und sagen, das musst du hinterher beantworten können. Und was auch Malte gesagt hat und was, glaube ich, für jedes Blended Learning Szenario total wichtig ist, ist genau diese Verzahnung zwischen Präsenz und Online. Wenn ich Online-Aufgaben mache und sie kommen dann zu mir in die Präsenzveranstaltung und ich nehme überhaupt keinen Bezug auf das, was die im Online-Raum alles gemacht haben, sei es auf die Aufgabe im Forum oder die Kommunikation untereinander und so weiter, dann hat das den Effekt, dass sie nach zwei, drei Mal sagen werden, der guckt da eh nicht rein, dann brauchen wir das nicht machen. Wenn ich aber in meine Präsenzveranstaltung die so gestalte und immer wieder meinen Studierenden zeige, ich habe eure Antworten, ich habe eure Lösungen, ich habe eure Arbeit im Netz gesehen und transportiere sie hier rein und nutze sie, um die Präsenzveranstaltung zu gestalten, dann steigt hier wiederum die Akzeptanz. Und schließlich Lerngruppen, das ist in Zeiten von WhatsApp und Facebook, die machen das nicht, das ist meine Erfahrung, nicht in Moodle und auch nicht in Blackboard. Die treffen sich, oder die kommunizieren über andere Kanäle. Das ist mir nicht so recht, wenn ich ehrlich bin, aber wenn dadurch der Effekt entsteht, dass die trotzdem sich austauschen, über die Inhalte austauschen, dann soll es mir recht sein.
jedes Semester, wenn ich nachfrage, was nutzt ihr für Kanäle, weil ich sehe ja dann, ob sie in Moodle sich austauschen oder welche Kommunikation über Moodle läuft, dann kriege ich als Antwort Facebook und WhatsApp. Das sind die Kanäle, über die sie sich austauschen. Das heißt, Lerngruppen funktionieren, allerdings nicht mit meiner Anleitung. Also wenn ich sage, ihr seid eine Lerngruppe fürs Semester und ihr, dann kann ich nicht mit ihm und kann ich nicht so und nee, ich habe keine Zeit. Ich lasse die Organisation den Studierenden und bei mir funktioniert das. Die organisieren sich alle in Lerngruppen, weil auch hier ich am Anfang des Semesters betone, wie wichtig mir das ist, dass sie in Gruppen arbeiten. Einige Ideen waren das, wie man auf der Lernplattform diese Online-Phase, diese Phase quasi, wo die alleine sind, so mitgestalten kann. Wir haben Videoformate und dann, was ich auch interessanter finde im Inverted Classroom, darauf kommen wir ja, haben wir noch Zeit, ist, wie gestalte ich die Präsenzveranstaltung. Wir haben ja heute auch in der Keynote gehört, dass eigentlich das total wichtig ist und dort finde ich auch das so richtige Lernen statt, dieses Vertiefen der Inhalte, ja, das Verankern. Und dort habe ich ein paar Methoden, die ich dann gerne vorstellen möchte. Sie können gerne unterbrechen, habe ich gar nicht gesagt. Fragen stellen können Sie gerne machen. Ja? Das Wort? Das wieder zurück? Ich habe eine Frage. Ja. Ganz kurz, was bei LinkedIn von hat der Typ, die da haben? Wie viele Credit Points die bekommen? Zwei. Zwei Credits. Wir haben Ihnen jetzt eine Menge erzählt über Arten der Medien in der Online-Phase, über die Verschränkung zur Präsenzphase, die Vorbereitung der Präsenzphase, auch die Nachbereitung der Präsenzphase. Auf die Präsenzphase selber sind wir schon eingegangen, aber wird der Herr Basilio gleich noch ein bisschen näher eingehen. Ich möchte Ihnen vorher ganz kurz einen für mich ganz wichtigen Aspekt der Online-Phase nahebringen. Und das sind Online-Videos. Denn wenn wir heute über digitale Online-Lernmaterialien sprechen, wenn Sie mit Menschen sprechen, die den Flipped Classroom bereits einsetzen, dann kommen da natürlich alle möglichen Lernmaterialien vor. Das sind die klassischen Materialien wie digitale Texte, Folien, wie der Einsatz von Wissensdatenbanken. Das sind E-Assessments, die zum Beispiel die interaktiven Aufgaben, die Leitfragen, die Studierende beantworten sollen. Das sind auch Lernvideos. Das sind möglicherweise komplexere Tools wie Online-Simulationen, Online-Planspiele, tatsächlich sehr, sehr komplexe interaktive Tools. Und natürlich kommen online auch soziale Netzwerke zum Einsatz. Das, ich kann nur bestätigen, was Athanasios gerade gesagt hat, ich komme in der letzten Woche aus München. Die Hochschule München hat eine Umfrage gemacht innerhalb der Lehrerinnen und der Studierendenschaft, welche digitalen Materialien da eigentlich genutzt werden. Und es stellt sich raus, dass wenn die Lehrenden gefragt werden, was nutzen sie denn, um ihre Studierenden mit den Materialien zu versorgen, dann sagen die eben Moodle, Blackboard, OLAP und so weiter. Wenn die Studierenden dann gefragt werden, was nutzt ihr denn, um die Materialien untereinander auszutauschen, dann sagen die Facebook und WhatsApp. Das geht so weit, dass an der Hochschule München es in vielen Lehrveranstaltungen so läuft, dass am Anfang des Semesters Menschen hingehen, die Online-Materialien aus dem Moodle downloaden und in die eigene Facebook-Gruppe wieder uploaden. Das heißt, es wird nicht über die Kanäle kommuniziert, über die wir als Lehrende gerne hätten, dass über sie kommuniziert wird, sondern Studierende nutzen eigene Kanäle. Für mich ist das immer ein Hinweis darauf gewesen, dass ich auf Facebook gehen muss und inzwischen werden meine Materialien wie selbstverständlich eben auch bei Facebook hochgeladen und das scheint Akzeptanz zu steigern. Wenn wir uns aber diese Online-Materialien anschauen, dann ist das Lernvideo unter diesen Online-Materialien im Augenblick unheimlich beliebt. Das liegt daran, dass Video für uns im Augenblick so der Inbegriff von Digitalisierung ist. YouTube, Vimeo, all die Online-Materialien sind videobasiert. Video liegt den Studierenden sehr nahe, die sind oft auf YouTube unterwegs. Und für uns als Lehrende scheinen Videos relativ aufwandsarm. Und mit den Methoden, den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, erzeugbar zu sein. Wenn ich mir überlegen müsste, dass ich eine interaktive Simulation programmieren müsste, dann würde ich sagen, das mache ich lieber nicht. Das kann ich auch gar nicht. Wenn ich aber aufgefordert würde, ein Lehrvideo zu machen, würde ich denken, oh, ein Video, das kriege ich mal hin. So. Und deswegen möchte ich Ihnen ganz bisschen was über Videos erzählen und darüber, dass Videos für die Lehre schon lange eingesetzt werden. Das ist der Herr Feynman, das bin ich. Und das sind,
Das ist das Videoformat, das ich, mit dem ich angefangen habe, mit dem die MOOCs angefangen haben, nämlich professionelle Studioproduktion. Der Udacity-Gründer von Thun hat mal gesagt, ja, bei der Aufzeichnung unserer Lehrvideos, da muss ein Hauch von Hollywood durchs Studio gehen. Also so weit ging das schon. Und da sind Studioproduktionen entstanden, die unheimlich aufwendig waren, wo wir einfach nichts anderes gemacht haben, als Lehrvideos am Ende zu produzieren, aber mit Aufwand, der sich am Ende nicht rechtfertigt. Und um das herauszukriegen, dass sich dieser Aufwand nicht rechtfertigen lässt, ist die Uni Mainz 2014 und 2015 hergegangen und hat gesagt, wir fördern die Produktion offener Online-Kurse, videobasierter Online-Kurse mit jeweils 20.000 Euro. Unser Medienzentrum arbeitet zu, also die übernehmen die Aufzeichnung im Studio, das Licht, den Ton und so weiter. Und der ganz entscheidende Punkt war, dass wir eine Workload-Erhebung, eine Zeitlasterhebung nicht der Studierenden, sondern der Dozierenden gemacht haben. Weil wir einfach mal wissen wollten, wie lange dauert denn so ein Video? Und Sie müssen immer bedenken, wir sprechen über diese Hochglanz-Studio-Produktion. Dass das mehr Arbeit werden würde als für eine klassische Lehrveranstaltung, ist klar, denn bei meinem Video für die Flip Classroom, bei einer echten Studioproduktion, da müssen Sie sehr, sehr viele verschiedene Tätigkeiten ausüben, die Sie als Lehrer vorher so noch nie gemacht haben. Ja, die Aufnahme, Postproduktion, Sie müssen Zusatzmaterialien produzieren, Sie müssen das Skript unter Umständen schreiben, also das, was Sie sagen wollen und so weiter. Und wir haben also unsere Lehrenden befragt und es kommt raus, dass unsere Lehrenden im Rahmen der Produktionszeit in etwa 7 Stunden die Woche mit dieser Videoproduktion beschäftigt waren. 7 Stunden pro Woche. Mit dem Video für einen einzigen Kurs. Und wir hätten es eigentlich gerne gehabt, dass diese Videos fertig werden innerhalb eines Semesters. Mit diesen 7,1 Stunden pro Woche haben es die Lehrerin in einem ganzen Semester geschafft, gerade mal 50% der notwendigen Videos fertig zu produzieren. Das heißt, Sie können das nochmal locker verdoppeln, also 14 Stunden die Woche, und damit schaffen Sie dann eine Videoeinheit, die einer Lehrveranstaltung pro Woche zugrunde liegt. Das sind mehrere Videos, die 15 Minuten lang sein können. Aber Sie sehen hier schon, wie viel Aufwand das ist. Da hat die Uni Mainz gesagt, das ist nicht verantwortbar. Wir können unsere Lehrenden nicht nötigen oder wir können ihnen nicht mehr empfehlen, so etwas zu tun. Also haben wir uns überlegt, wenn die Studioproduktion keine Rolle spielt, wenn dieser Satz stimmt, dass das Format nicht so wichtig ist, dann überlegen wir uns doch, welche weniger aufwendigen Videoformate können wir einsetzen. Und hier kommen Sie ins Spiel. Wir haben gedacht an die Vorlesungsaufzeichnung. Da hängt eine Kamera im Hörsaal, daraus entstehen zunächst mal 90-minütige Videos, die werden unter Umständen automatisch mit Kapiteleinteilungen versehen, mit Schlagwortsuche versehen und so weiter, je nachdem, wie Sie aufnehmen. Das kommt so ein bisschen auf das Aufzeichnungssystem an. So ein Ergebnis, das sehen Sie da, so richtig attraktiv ist das nicht. Man kann den Lehrenden nicht mehr erkennen, man kennt wahrscheinlich auch ohne Sprechervideo aus und es würden einem die Folien reichen. Aber so ungefähr sind die Ergebnisse so einer Aufzeichnung. Wir haben eine Eignung für den Inverted Classroom, die nicht so hoch ist, weil sie 90-minütige Videos produzieren. Und die sind relativ schwierig anzugucken. Sie wollen kein 90-minütiges Video anschauen, wenn Sie einen bestimmten Wissensinhalt suchen. Deswegen ist es vielleicht nicht so hilfreich. Der Aufwand für die Aufnahme ist minimal. Sie machen genau das, was Sie immer gemacht haben, nur werden Sie dabei aufgezeichnet. Postproduktion vielleicht ein bisschen, wenn Sie sagen, ich möchte aus diesem 90-Minuten-Video, ein Vorlesungsvideo, dann möchte ich vielleicht 9 10-minütige Videos machen, die Sinneinheiten abbilden, dann erfordert das Ganze Postproduktion. Da muss jemand hingehen und dieses Video auseinanderschneiden. Diesen Aufwand können Sie aber ganz gut delegieren. Die Professionalität des Ergebnisses ist nicht so hoch, das sehen Sie da. Aber wir haben ja gesehen, oder zumindest gibt es die Empfehlung, das spielt auch gar keine so große Rolle. Solange man denjenigen verstehen kann, also akustisch, scheint es offenbar keine so große Rolle zu spielen. Da haben uns aber viele Lehrende gesagt, damit bin ich nicht zufrieden, ich finde das unattraktiv. Als nächstes sind wir also hergegangen und haben gesagt, gut, das nächste Format, das ist der sogenannte Screencast. Die Aufnahmen dafür, die können Sie zu Hause machen, die können Sie im Büro machen, Sie brauchen dafür lediglich ein Screencasting-Programm und ein Mikrofon, Sie müssen sich nicht mal selber aufnehmen, was riesige Vorteile hat. Sie können relativ einfach Ihre Lehrinhalte in Sinneinheiten runterbrechen und daraus ein paar minütige Lehrvideos machen.
Und die Postproduktion, also der Videoschnitt und so weiter, ist nicht so aufwendig. Sie müssen das machen, Sie müssen sich mit etwas mehr beschäftigen als einfach nur der Aufnahmen. Das kostet Zeit. Der unter Umständen an Hilfskräfte delegiert werden kann, vielleicht aber auch nicht. Das heißt, die Eignung für den Inverted Classroom ist auch hier gut. Der Aufwand für die Aufnahme ist natürlich höher als bei den E-Lectures. Der Aufwand für die Postproduktion ist auch natürlich höher als für die E-Lectures. Sie müssen hier Postproduktion machen, Sie müssen das Video schneiden, Sie müssen es dann aus dem Programm rauskriegen, Sie müssen es wieder hochladen und so weiter. Diesen Aufwand können Sie aber immer noch ganz gut delegieren und das Ergebnis sieht einigermaßen gut aus. Die ganze Khan Academy funktioniert mit solchen Videos, die Sie da gerade sehen. Von daher, das ist das Format, was wir den meisten Lehrenden empfehlen würden. Screencast, setz dich einfach vor ein Mikro und versuch mal deine Folien einzusprechen. Und verwende das als Online-Material für den Flipped Classroom. Hat den riesen Vorteil, Sie sind nicht zu sehen. Das heißt, wenn Sie Korrekturen vornehmen müssen, wenn Sie Teile mal auswechseln müssen, auch aus einem Video, dann ist der Sprecher nicht plötzlich hier und dann ganz woanders, weil Sie dann zwischen zwei verschiedenen Phasen schneiden müssen, sondern man hört nur den Ton und da kann man relativ einfach Sequenzen zusammenführen. Es gibt aber Lehrenden, die uns gesagt haben, das finde ich nicht gut, ich bin ja nie zu sehen. Und auch die Studierenden haben oft eingefordert, ich möchte meinen Lehrenden sehen. Das ist keine Online-Universität hier, ich studiere an einer Präsenz-Uni, ich möchte denjenigen sehen, der da zu mir spricht. Also haben wir gesagt, Studioaufnahmen sind offenbar zu aufwendig. Screencasts, da fehlt der Lehrende. Und was machen wir? Wir machen Screencasts mit kurzen Sprechervideos. Das hören Sie hier. Ich bin kurz zu sehen, vielleicht 30 Sekunden, erkläre, was zu erwarten ist in der Sitzung und dann bin ich auch schon raus. Jetzt nämlich wird gleich umgeschaltet auf das, was Sie vorher gesehen haben, nämlich auf die ganz normale Präsentation. Und da fängt die Sprache dann eben wieder an und man hört nur noch mich sprechen und sieht mich nicht mehr. Das scheint eine optimale Verknüpfung zu sein aus diesen reinen Screencasts, die sehr aufwandsarm zu machen sind, und trotzdem einer Einleitung und einem Outro durch den Sprecher. Das hat sich sehr bewährt, das finden Lehrende sehr gut. Der Aufwand für die Sprechervideos ist nicht wirklich hoch. Und trotzdem hat es einen sehr persönlichen Charakter, weil sie eben als Lehrender zu sehen sind. Natürlich ist der Aufwand etwas höher als bei den reinen Screencasts. Sie brauchen eine Kamera, Sie brauchen auch jemanden, der sich damit auskennt, der den Ton ordentlich machen kann, der auch den Videoschnitt dafür machen kann, der diese Videos verknüpfen kann mit dem Screencast. An der Uni Mainz gibt es dafür Hiwi-Schulungen durch das Medienzentrum. Das heißt, da können Lehrende ihre Hiwis hinschicken und die schulen lassen. Und dann können die Hiwis das. Zum Teil übernimmt das Medienzentrum diese Aufgabe. Und dann gibt es etwas, das sich in den letzten Monaten bis zwei, drei Jahren entwickelt hat. Das ist der sogenannte Legetrick. Das ist das Legetrick-Video. Da hängen Sie eine Kamera über einen Tisch und dann machen Sie auf den Tisch rum und schreiben auf und legen da Dinge hin, so ungefähr, wie Sie das hier sehen. Und viele Lehrende und auch viele Studierende finden das total attraktiv. Ja, Legetrick, das sieht super aus, das macht Spaß, das kann man sich gerne angucken und so weiter. Wir haben das ausprobiert. Und ich möchte Sie nur auf zwei Punkte hinweisen, nämlich auf diese hier. Das Video sieht so einfach aus, der Aufwand, um dieses Video zu erzeugen, ist maßlos hoch. Sie brauchen extrem viel Zeit für die Aufnahmen, weil es geht ständig was schief. Sie brauchen viel Zeit für die Postproduktion, weil Sie sehr viele Schnitte setzen müssen. Sie müssen extrem genau planen, sonst haben Sie so Effekte, dass in einer Einstellung die Hand zu sehen ist und dann ist da plötzlich irgendwas schief gegangen. In der nächsten Einstellung ist die Hand nicht mehr zu sehen, dann verschwindet die Hand plötzlich und da würde man sagen, das sieht vielleicht jetzt nicht so gut aus, das wirkt dann schon wieder unprofessionell. Das heißt, diese Videos, die so einfach aussehen, und Sie finden jetzt auch sehr viele Vertreter dieser Technik, die sagen, Legetrick finde ich super, sieht super aus und die Ihnen erzählen, das ist alles ganz einfach. Da brauchst du bloß ein iPad und das hängst du über den Tisch und dann kannst du da auf dem Tisch rummachen. Glauben Sie das nicht? Der Aufwand ist sehr viel höher, als man denkt. Was wir also empfehlen würden, sind einfache Screencasts. Das ist unsere Art und Weise, die Lehrenden in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Videos zu machen, ohne Unterstützungsstrukturen, die sie natürlich im Medienzentrum der Uni Mainz bekommen, aber nicht jede Uni hat ein Medienzentrum. Und wenn es dann noch ein bisschen besser aussehen soll, dann fügen Sie noch am Anfang und am Ende einer Einheit ein kurzes Sprechervideo hinzu. Das genügt. Und für uns, wir haben alle Lehrende, die das an der Uni Mainz einsetzen, wir haben alle die Erfahrung gemacht, mit diesen Dingen sehr gut zu arbeiten. Wir brauchen nicht mehr. Halten Sie den
Produktionsaufwand für Videos möglichst klein und das gelingt über Screencasts, vielleicht noch ergänzt um ein paar Sprechervideos. An andere Formate, an andere Videoformate denken wir an der Uni Mainz inzwischen nicht mehr, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass alles andere so viel aufwendiger ist, dass sich der Lehrende komplett abschließt mit der Produktionszeit und das wollen wir nicht. Fragen dazu? Ja. Also ich würde Ihnen widersprechen, dass die Screencast mal eben so einfach. Ja, absolut. Also das ist, ich stimme Ihnen völlig zu, der Anfangsaufwand beim Screencast ist durchaus hoch, gerade dann, wenn man es alleine versucht. Auch ich erinnere mich an meinen ersten Screencast, ich war nach 180 Minuten bei Satz 3 aus diesem Screencast. Das heißt, eine der fundamentalen Ideen, die wir bei der Schulung unserer Dozierenden, die sagen, ich möchte keine Lehrveranstaltungsaufzeichnung machen. Es gibt einige, die sagen, das reicht mir, ich will das so einsetzen, ich lasse das vielleicht noch in 10-minütigen Videos auseinanderschneiden. Es gibt aber viele Dozierende, die sagen, das reicht mir nicht, wenn, dann muss es ein bisschen professioneller aussehen. Und bei der Schulung sagen wir explizit, dass wir Fehler nicht immer rausschneiden. Es können die Äs drin bleiben, es können die Ös drin bleiben, denn sonst wird es genau, wie Sie sagen, auch da ein erheblicher Einsprechaufwand. Sobald Sie als Lehrende aber daran gewöhnt sind, dieses Einsprechen zu machen, sind die Screencasts eine nicht aufwandsfreie, deswegen stand die Ampel auch eher auf gelb, vielleicht sogar orange als grün, sind aber für mich dasjenige Video mit der besten Bilanz aus Semiprofessionalität, Verständlichkeit, Wartbarkeit, was machen Sie, wenn Fehler auftreten. Also das war unsere Erfahrung, dass die Lehrenden mit E-Lectures, mit Vorlesungsaufzeichnungen nicht so ganz zufrieden waren, mit den Studioproduktionen überhaupt nicht zufrieden waren, weil es unendlich lange gedauert hat. Und mit Screencasts kommen sie ganz gut klar. Und wenn sie sich erstmal daran gewöhnt haben, an dieses Einsprechen, an diesen Produktionsprozess, dann geht das irgendwann auch moderat schnell. Trotzdem, da haben Sie völlig recht, wir planen so mit etwa 5 Minuten Aufwand pro einer Minute Video. Und das ist noch eher eine konservative Schätzung. Es läuft bei vielen Lehrern, gerade bei solchen, die es zum ersten Mal machen, selbst nach einer Schulung eher auf 10 Minuten pro Minute Video hinaus. Also insofern, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, man muss es mal gemacht haben, man darf nicht verzweifeln am Anfang und es hilft, wenn man Unterstützungsstrukturen von der Universität hat, die einem Hibis schulen können, die einem vielleicht auch eine Sprecherschulung geben, aber ansonsten kann ich nur empfehlen, einfach mal ausprobieren, man wird sehen, dass man schneller wird mit der Zeit, dass der Aufwand sinkt, trotzdem Digitalisierung zum Nulltarif gibt es nicht. Unmöglich. Eine der tatsächlich guten Möglichkeiten ist, die Studierenden einzubinden und die Videos selbst machen zu lassen. Aber auch da haben wir die Erfahrung gemacht, dass dort Lehrende teilweise mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, weil einfach Fehler drin sind, die man dann wieder ausbügeln muss. Das ist und dieses Format erfordert vom Lehrenden auch relativ viel Engagement, relativ viel Einsatz. Das ist etwas, was wir heute schon gehört haben, was wir morgen wahrscheinlich auch nochmal hören. Diese Digitalisierung zum Nulltarif gibt es nicht. Da ist die E-Lecture dasjenige, was uns am nächsten ranbringt, aber man muss Zeit investieren. Also wir haben beispielsweise im Rahmen der Rundbrücken, das ist auch ein Instanet-Projekt, ich komme übrigens von der Universität Bochum, und da haben wir beispielsweise für die Chinesisch-Studenten die Grundzeichen alle, das sind 32 Grundzeichen, alle mit Smartboard aufgenommen, einfach nur kommentiert. Also man sieht das Smartboard, da wird das Zeichen gemacht und die Dozentin ist halt auch eine Chinesin und ist auch mit ihrem Akzent, also muss nicht alles perfekt sein. Aber sie erklärt einfach nur diese Zeichen. Und das ist Lernstoff, der nicht wiederholt wird in der Vorlesung. Das heißt, der findet nur einmal in der Vorlesung statt. Aber die Studierenden haben dann die Möglichkeit, Zeichen für Zeichen zu Hause zu lernen und haben somit eine richtige tutorielle Unterstützung. Das ist wirklich reines Drill and Practice. Sie müssen sich da hinsetzen, nur leider haben Sie den Dozierenden zu Hause dann nicht mehr, nur noch ihre paar Zeichen, die Sie sich aufgeschrieben haben. Und da ist so eine Animation am Smartboard, die Sie dann wieder abspielen können, eine sehr, sehr große Unterstützung. Und der Vorteil ist eigentlich auch noch, dass diese Dozentin jetzt nach 3 Jahren so stark davon profitiert, weil sie das alles nicht noch einmal machen muss. Das ist schon einmal vorhanden. Und dann ist diese Investition, auch wenn es ein bisschen
länger und teurer wird, weil es dann schöner aussieht, aber dafür ist es dann auch langlebiger und wird dann halt dauerhaft, kann es dauerhaft als eigenes Material benutzt werden. Ich denke, da muss man halt auch abwägen, was sich eignet. Absolut. Aber auch da brauchen Sie keinen professionellen Nein, das war ganz, das war die Grundzeichen, ja, die haben wir exakt innerhalb von 2 Stunden genau mit der Dozentin aufgenommen. Eine wissenschaftliche Hilfskraft hat das innerhalb von 1 Stunde zusammengeschnitten. Und wir haben da auch mit Articulate Storyline gearbeitet, mit dem Autorentool. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber auf jeden Fall konnte man wirklich sehr schnell, an einem Tag konnte man dieses Tool zusammenstellen. Also es war wirklich überschaubar vom Aufwand. Aber es war schon eher so, dass wir aus der Abteilung, aus der Stabstelle E-Learning unterstützt haben und angeleitet haben, den gesamten Produktionsprozess. Haben dann den Termin mit der Dozentin gemacht, haben gesagt, wir müssen das jetzt in der und der Form aufzeichnen, haben das eingebunden, haben das fertige Material dann bereitgestellt. Also diese Unterstützung ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man die in solchen Institutionen hat. Weil um das an Externe zu vergeben, dann wird das unheimlich teuer. Ja. Auch da das Beispiel zeigt ganz klar, die Tatsache, dass Sie Dinge ins Internet bringen, ist viel wichtiger als die konkrete Form. Es muss nicht perfekt aussehen, es muss nicht so aussehen, als hätte es die Abenteuerwissen-Redaktion aufbereitet. Es ist gar nicht notwendig. Die Tatsache, dass Sie es schaffen, Inhalte digital zur Verfügung zu stellen, ist viel wichtiger als die konkrete Form. Aber davon abgesehen, es ist auch noch wirklich schön geworden. Also wenn es interessiert, Ruhr-Uni Bochum-Rückbrücke, da gibt es einen Vorkurs Chinesisch und da gibt es ganz viele verschiedene Formate, die mit Video und mit Animation arbeiten. Und die sind wirklich auch noch schön geworden, also ohne großen Aufwand. Also man, würde ich da auch was sagen. Prima, dann würde ich gerne gleich da mal einhaken, bevor ich die Überleitung finde zu den Methoden für die Präsenzlehre. Einmal im Jahr findet von Jürgen Handke organisiert, eine Tagung statt in Marburg zum Thema Inverted Classroom. Die ist vielleicht bekannt, oder? Ja. Einmal im Jahr, Jürgen Handke in Marburg zum Thema Flip Classroom, 2 Tage. Dort finden Sie Referenten, die das alles eingesetzt haben, und Malte und andere, die dann aus ihren Erfahrungen berichten. Wieso ich das erwähne, ist, weil bei der ersten Tagung war ein Kollege aus den USA dabei, Aaron Sams. Und er sagte zu der ganzen Videofrage, weil wir da lange debattiert haben, muss der Dozent zu sehen sein, muss er nicht zu sehen sein, machen wir einen Screencast, machen wir eine Aufzeichnung, wie aufwendig, was wollen wir? Und dann hat er gesagt, brauche ich es für Dienstag oder brauche ich es perfekt? Das war seine Antwort. Und er hat gesagt, viel zu viel Zeit investiert er in diese Gedanken, spielen gar nicht so große Rolle. Ich würde viel mehr Zeit, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, viel mehr Zeit darin investieren, was mache ich mit meinen Studierenden in der Präsenzphase? Dort findet doch das Lernen statt. Ich habe in meinem Lernstudium gelernt, Lernen ist eine soziale Interaktion, findet meist in der Gemeinschaft statt. Wieso machen wir Inverted Classroom? Weil wir in dieser Gemeinschaft das Wissen vertiefen wollen, weil wir dort die Möglichkeit geben wollen, Aufgaben zu lösen, Musterlösungen zu besprechen, Rollenspiele zu machen, Gruppenaufgaben zu machen und. Deswegen machen wir doch Flipped Classroom, nicht ob es dann am Ende ein Screencast ist oder eine Vorlesungsaufzeichnung ist oder was auch immer. Also würde ich viel mehr Zeit investieren in den Gedanken, wie gestalte ich meine Präsenzphase? Weil die Frage finde ich wesentlich spannender didaktisch, weil da müssen Sie eine neue Rolle einnehmen als Lehrperson. Sie sind nicht mehr der Wissensvermittler, der vorne steht und 90 Minuten Input gibt in die Gruppe, sondern Sie müssen eine andere Rolle einnehmen. Und dort werden Sie merken, dass viel Zeit einfließen wird. Was passiert, wenn ich in Inverted Classroom mich in der Präsenzphase dann hinstelle und genau das Gleiche erzähle, was ich in meinen Videos gemacht habe? Was glauben Sie, was wird passieren? Ja, entweder die kommen nicht, weil sie sagen, ich habe doch die Videos, da erzählt er alles, dann bleibt der Hörsaal leer. Oder aber sie schauen die Videos nicht und kommen in die Präsenzphase und sagen, ich brauche das nicht gucken, er erzählt das Gleiche. Und da ist doch eher eine Schwierigkeit. Was mache ich dann in der Präsenzphase? Sie können mir gerne widersprechen. Man sollte in der Präsenzphase diese in Anführungsstrichen gewonnene Zeit nutzen, um Fragen zu klären, Aufgaben zu lösen, Musterlösungen zu besprechen, Thesen zu besprechen, Gruppenaufgaben zu machen, Rollenspiele zu machen. Nur ein paar Beispiele. Und hierfür habe ich ein paar Methoden, und das ist versprochen die einzige, die digital ist. Das haben wir ja schon jetzt gesehen, entweder so eine Hardware-Variante
oder aber die mobile Variante. Viele, es gibt auf dem Bildungsmarkt ganz, ganz viele Entwicklungen, Eigeninitiativen von vielen Hochschulen. Wir favorisieren das System Ars Nova. Da müssen die Studierenden nicht mal etwas downloaden, also es ist keine App, es ist datenschutzmäßig, also unbedenklich. Sie haben alle möglichen Frageformate, Sie haben Live-Feedback und das Ganze sehr einfach umgesetzt. Also als Dozent kann man das alles selber zu Hause vorbereiten. Sie können aber auch Pingo, ich will jetzt keine Werbung betreiben, Sie können Pingo nehmen, Sie können EduVote nehmen, also da gibt es wirklich ganz viele Sachen. Jeder mit dem, was er klarkommt. Die Idee aber ist, überhaupt einzusetzen, ja, um in der Präsenzphase damit die Studierenden interaktiv arbeiten zu lassen. Aber tatsächlich habe ich eher lernerzentrierte Methoden, ich hoffe, man kann es hinten noch sehen, die aus der Hochschuldidaktik kommen, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe und die mit ein bisschen Überlegungen und Fantasie auch für Hörsäle mit über 100 oder 300 oder 500 Leuten anwendbar sind. Klassische Pro-Kontra-Diskussion, das ist klar, in zwei Gruppen aufteilen, das ist ja nichts Besonderes. Man kann das dann aber kombinieren. Amerikanische Debatte oder Talkshow, das Prinzip eigentlich, was wir heute hatten mit der Moderation. Sie lassen drei Studenten nach vorne kommen, einer spielt den Moderator, die drei spielen die Experten und dann haben sie ein Publikum und dann spielen sie mal das nach, was wir vorhin dort mit den Experten hatten. Und dann können sie so mal eine halbe Stunde Vorlesung gestalten. Das wird vielleicht am Anfang etwas holprig sein, aber auch hier, wenn Sie das einführen und wenn Sie die Rollen eine Woche vorher verteilt haben und sagen, du bist der Moderator, ihr drei seid die Experten, bereitet es bitte so vor, dass eure Kommilitonen das verstehen, dann macht das Spaß, es ist ein anderes Format und damit können Sie Diskussionen anregen und Wissen vertiefen. Aktives Plenum kombiniert mit aktivem Plenum, das ist eine Methode, die auch durch Christian Spannagel, glaube ich, wieder sehr bekannt geworden ist. Sie haben einen oder zwei Studierende, die Ergebnissicherung betreiben, das heißt, die stehen vorne an der Tafel. Sie haben einen, der die Moderation übernimmt. Sie haben das Plenum und Sie als Dozent ziehen sich zurück. Sie sind außerhalb des Blickwinkels der Studierenden. Wieso? Wenn Sie daneben stehen, passiert das, was immer in der Veranstaltung passiert. Die gucken zum Dozenten, wenn sie etwas sagen und man nickt oder guckt kritisch und dann wissen die schon, okay, richtig oder nee, falsch. Und um das rauszunehmen, gehen sie einfach nach hinten in den Hörsaal und lassen die Studierenden das Ganze selbst organisieren. Das kann auch hier am Anfang etwas holprig sein, sagt Christian auch, aber der wendet die Methode an. Übrigens, Christian Spannagel ist Professor für Mathematikdidaktik in der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Er hat also Lehramtskandidaten vor sich und er wendet diese Methoden mit 200 Leuten an. Und sagt, sie funktioniert sehr gut. Ja, es gibt auch ein Video auf YouTube, genau wie er diese Methode einsetzt in Heidelberg, können Sie sich anschauen. Think per share. Eine Kombination aus Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit. Sie kennen vielleicht das Phänomen, Sie wollen eine Diskussion anregen, eine Debatte, und das hatte ich vorher kurz erwähnt, entweder es melden sich immer die gleichen oder es meldet sich keiner. Nicht, weil sie das Wissen nicht haben, ich denke oft, es ist Unsicherheit. Die wissen nicht, ob das, was sie im Kopf haben, auch richtig ist und trauen sich nicht, es zu sagen. Ich wende diese Methode sehr gerne an. Ich gebe die Frage und moderiere sie auch wie folgt meinen Studenten an. Ich sage nicht, das ist jetzt die komplette Methode und das machen wir. Ich lasse immer nur den ersten Teil moderieren und sage, nehmt euch ein Blatt Papier, ich visualisiere die Frage und sage, das ist die Frage, jeder hat 5 Minuten für sich. Sammelt eure Gedanken, jeder für sich, schreibt auf, das ist die Frage, schreibt auf, was wäre eure Antwort. Nach 5 Minuten gehe ich zum zweiten Aspekt der Aufgabe, der Methode und sage, tauscht euch bitte mit eurem Sitznachbarn aus. Ja? Hat er etwas Neues? Könnt ihr euch ergänzen? Im schlimmsten Fall hat er nichts Neues, aber da bekommt derjenige wenigstens die Bestätigung, okay, ich bin nicht falsch mit meiner Antwort oder ich bin nicht falsch mit meinem Rechenweg. Und dann setze ich die Gruppenarbeit an und sage, okay, und jetzt im Plenum. Das hat einen ganz, ganz großen Vorteil, wenn ich dann nach dieser Methode, und das sind je nach Frage, je nach Schwierigkeitsgrad der Frage vielleicht 5 und nochmal 5, 10 Minuten, wenn ich nach diesen 10 Minuten versuche, die Debatte anzustoßen, habe ich Leute, die sich sofort melden. Wieso? Weil die wissen, ich stehe nicht allein mit meiner Antwort, die haben hier ja in der Reihe irgendwie alle das Gleiche, ja, und sie haben sich die Rückkopplung geholt von ihren Kommilitonen
und denken, okay, damit kann ich jetzt quasi raus aus der Gruppe und das kann ich jetzt sagen. Und diese Methode können Sie sehr einfach auch im Hörsaal mit sehr vielen Studierenden anwenden. Funktioniert genauso. Die müssen ja nicht mal aufstehen. Wenn ich hier sage Partnerarbeit, dann sage ich immer links, rechts nachfragen, was hat der. Funktioniert sehr gut. Was ich auch sehr gerne mache, ist die Kopfstandfrage. Wenn ich eine Frage stelle, dann provoziere ich damit immer die gewohnten Denkmuster. Ich versuche mit dieser Methode das Ganze aufzubrechen und stelle die Antifrage sozusagen. Wenn ich also mit Ihnen jetzt im Workshop wäre, würde ich nicht fragen, wie sieht eine perfekte Präsenzveranstaltung aus, sondern ich würde die Frage in den Raum geben, was passiert, wie sieht die schlechteste Präsenzveranstaltung aus? Was muss in einem Inverted Classroom passieren, dass es alles schief läuft? Und dann sammeln Sie alles, was schief läuft, was muss passieren, damit es schief läuft, und wenn man es dann umdreht, dann kommen wir auf die Lösung. Das sind ganz einfache Methoden, das gebe ich zu, aber sie funktionieren. Also ich wende die jedes Mal in der Lehre an und bekomme die Rückmeldung, Sie sind der Einzige, der das macht. Ja? Deswegen macht es denen dann auch Spaß. Die wachsende Gruppe. Auch eine Methode, die auch mit Bestuhlung funktionieren kann, mit einer kleinen Abwandlung. Und zwar, haben Sie eine Frage, eine Aufgabe, irgendetwas, Sie lassen die Leute alleine diese Frage beantworten auf ein Stück Papier. In diesem Fall ist es sogar so, dass Sie dann, nehmen wir mal an, es ist keine Mathematik, sondern Sie müssen brainstormen, ein paar Lösungen aufschreiben, dann sagt man Ihnen, priorisiere bitte die Lösungen für dich. Mach 1, 2, 3, priorisiere das. Dann habe ich jetzt hier lauter Leute sitzen, die die Lösungen priorisiert haben. Und dann sage ich, setz bitte dich mit deinem Sitznachbar zusammen, vergleicht eure Lösungen und priorisiert wieder, nimmt die ersten 3 Punkte. Und das machen alle. Und dann machen das die 2 mit den anderen 2. Und dann zu 4 und dann zu 8. Und je nachdem, wie viele Leute ich habe, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, je nachdem, wie viele Antworten ich möchte. Man kann es auch durchspielen und am Ende hat man 2 große Gruppen und die einigen sich eben auf eine Lösung. Bei fester Bestuhlung kann man gucken, wie weit treibe ich das hier mit den Paaren, sollen die vielleicht in einer Reihe wenigstens, dann habe ich Reihe für Reihe so antworten. Ja? Auch eine Methode für die Präsenzphase. Im Hintergedanken habe ich immer, ne, ich will Inhalte vertiefen. Ich will das, was die in den Videos gemacht haben, was sie im Online-Modul gemacht haben, in der Online-Phase, das will ich vertiefen. Da werden sie viel Zeit darin investieren, wie gestalte ich diese Methode mit sinnvollen Fragen. Das ist das Schwierige, finde ich, dann in der Präsenzgeschichte. World Café, werden wir ja heute oder morgen, findet das hier auch statt, eine bekannte Methode. Gerade in den Geisteswissenschaften, finde ich, kann man das super anwenden. Ne? 3 Tische, 4 Tische, 5, je nachdem, wie viele Leute ich habe, an jedem Tisch einen festen Moderator mit einem festen Thema und die lasse ich dann diskutieren und vertiefen. Der Moderator sorgt für die Ergebnissicherung. Nach einer halben Stunde, Viertelstunde, je nachdem, wie schwer sind die Fragen, wie viel Zeit habe ich, lasse ich rotieren. Ich sage, alle, die von an Tisch A waren, gehen zu Tisch B, alle von B gehen zu C, nur die Moderatoren bleiben. Und nach drei Durchgängen lade ich die Moderatoren ein, die Ergebnisse zusammenzufassen und im Plenum zu präsentieren. Ich habe gewährleistet, dass alle sich mit den allen Themen befasst haben und die Moderatoren bringen das gesamte Input von allen Gruppen wieder ins Plenum zurück. Und dann kann man gerne nochmal diskutieren. Diese Methoden können Sie überall kombinieren. Nach dem World Café können Sie gerne wieder aktives Plenum sagen, okay, jetzt diskutieren wir die Ergebnisse, wie sinnvoll sind die oder was ist da rausgekommen und so weiter. Sehr simple Methode. Ähnlich ist das Stationenlernen, ähnlich wie das World Café, mit dem Unterschied, dass Sie feste oder unterschiedliche Themen haben, von Tisch zu Tisch oder von Station zu Station. Und was Sie dann machen können, ist von jeder Station eine Person nehmen und dann die zusammen zu puzzeln, dann heißt es Gruppenpuzzle, dann haben Sie nämlich von jedem Station wieder einen drin in der Gruppe, der das Thema kennt und die erklären sich das wieder gegenseitig. In all diesen Methoden besteht Ihre Aufgabe eher darin, das gut vorzubereiten und gut einzuführen, anzuleiten. Sie müssen teilweise keinen Input geben. Aber es ist erstaunlich, wie viel Input dann auch von Studierendenseite kommt. Und dass auch diese Methoden Studierende erreichen, die nicht bei 100 Personen im Hörsaal den Mut haben, sich zu melden und zu sagen, ich sag jetzt hier was. Die sind ja nicht blöd, ne? Die haben nun, sind vielleicht schüchtern. Aber die gewinne ich durch solche Methoden.
Das nutze ich sehr oft, wenn ich immer gefragt werde, wie machst du eine Zusammenfassung von deiner letzten Vorlesung bei einem Hörsaal, der 500 Leute hat. A, B, C. Ich sage, nehmen Sie ein Blatt Papier und finden Sie für jeden Buchstaben des Alphabets einen Begriff, der in der letzten Vorlesung vorkam. Was erreiche ich damit? Ich erreiche damit, dass die sich hinsetzen und das Wissen von letzter Woche versuchen hochzuholen, zu aktivieren und mit uns Stichwörter aufschreiben. Mehr will ich doch gar nicht. Dann greife ich mir ein paar Leute und sage, was hast du bei B, was hast du bei D, was hast du bei X? Und dann kann ich über diese Begriffe sprechen. Und schon habe ich eine Rückkopplung zur Veranstaltung davor. Kann ich bei 3 Personen machen, kann ich bei 500 machen. Funktioniert. One-Minute-Paper habe ich es genannt. Das mache ich sehr gerne, wenn man am Ende wieder so in Zeitnot gekommen ist. Und dann will ich wissen, so eine Zusammenfassung, was haben wir heute gemacht? Und dann sage ich exakt eine Minute, ich habe dann so einen Buzzer, so eine 60 Sekunden, die laufen runter. Oder wenn es viele Inhalte waren, meinetwegen 2 Minuten, dann läuft die Zeit runter und dann sage ich, bitte schreibt auf in Stichpunkten, was habt ihr? Was habt ihr an dieser Vorlesung noch in Erinnerung? Jeder für sich. Dann machen die das und dann kann ich, wenn ich das mit Etherpad gemacht habe, also alle gleichzeitig, dann projiziere ich einfach eins an die Wand, dann schauen wir uns das gemeinsam an, noch eine Minute. Und wenn die das, wenn die alle einen Rechner haben, sage ich, alle in Moodle rein, alle in unseren Kurs rein, alle One Minute, alle gleichzeitig schreiben oder aber schlicht auf Papier. Ja. Einfach auf Papier. Was ist hängen geblieben? Und dann mache ich es unterschiedlich. Mal sage ich, legt es mir bitte hier hin, wenn ihr rausgeht und ich schaue drauf. Oder ich sage, nehmt es mit und bringt es nächstes Mal wieder mit. Und dann zwinge ich die nächstes Mal, bevor sie es mir abgeben, nochmal selber einen Blick drauf zu werfen. Dann beginnt nämlich die nächste Stunde mit, holt dieses One-Minute-Paper raus vom letzten Mal und schaut jetzt bitte eine Minute drauf. Dann haben die drauf geguckt und dann starte ich mit meiner Vorlesung oder mit meinem Seminar. Alles Methoden, die nicht neu sind. Ja? Hochschuldidaktik, genau. Und ich bin aber immer erstaunt, wie wenig das angewendet wird, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Und wie erstaunt meine Studierenden darüber sind. Und ich bekomme immer positives Feedback und ich setze zu meiner Frau und sage, ich habe nichts gemacht. Ich habe das nur vorbereitet. Die diskutieren wie wild, die sammeln ihre Ergebnisse und so weiter. Klar, man muss es vorbereiten und sinnvolle Fragen sich überlegen. Aber hier war eine Meldung. Machen Sie bitte kurz das Mikro an. Sie haben vor sich so Mikrofonstationen. Einfach auf den grauen Knopf. Und dann, genau. Ja, ich wollte mal fragen, ich nutze diese Methoden zum Teil auch, aber wie korrespondieren die denn mit Prüfungsformaten? Also wenn jetzt hinter 6 Leistungspunkte zu vergeben sind, beispielsweise über eine Klausur oder über eine Hausarbeit, dann sagen die Studierenden ja, uns wäre viel lieber, wenn wir auf diese Prüfung vorbereitet werden und nicht diese sozusagen interaktiven Methoden verwenden. Also welche Prüfungsformen stehen denn bei Ihnen dahinter? In diesem Fall ist es keine Klausur, sondern ich bewerte das Lerntagebuch, was die schreiben. Ich bewerte das Lerntagebuch, das lässt mir die Prüfungsordnung, lässt das zu in dem Fall. Und ich konnte mit anderen Kollegen sprechen und sagen, gerade in diesem Fall geht es ja um diese Kompetenzen, die habe ich nicht abgeprüft, wenn ich eine Klausur schreiben lasse. Ja, dann schreiben die mir alle 3 Definitionen von Teamarbeit und 5 Definitionen von interkultureller Kompetenz und dann... Also in diesem Fall ist das so. Aber ich glaube, auch wenn ich eine Klausur schreiben müsste, kann ich ja Inhalte für diese Methoden so wählen, ne, dass das, was hinterher gefragt wird, auch schon drin ist. Klar müssen die hinterher in einem anderen Format geprüft werden und ich würde das dann auch nochmal versuchen, also eine Probeklausur wahrscheinlich, ne, oder sagen, so ist die Klausur aufgebaut. Ne. Aber das würde mich nicht daran hindern, solche Methoden trotzdem einzusetzen. Ich kann vielleicht... Ich kann vielleicht ein Beispiel beiliefern aus der Statistik und bei uns aus der Mathematik. Wir prüfen insofern kompetenzorientiert, als dass wir vor einigen Jahren mal abgefragt haben, welche Software benutzt ihr eigentlich in euren Praktika? Mit welcher Software macht ihr Statistik, wenn ihr dann in eure Praktika geht? Und da kam eine Liste von Softwarepaketen dabei heraus, die bei den Studierenden in Praktika eingesetzt werden. Und dann war uns klar, okay, wenn Statistik angewendet wird oder auch Mathematik angewendet wird, dann mit diesen Softwarepaketen. Also haben wir uns daraus mehrere ausgesucht. Eines davon ist einfach Excel, weil die meisten Studierenden mit Microsoft Excel später, zumindest aus der Psychologie,
eben zu tun bekommen. Das heißt, unsere Klausuren werden in Excel geschrieben. Die sitzen also in einem Raum und schreiben die Klausuren am Rechner mit Excel. Also habe ich mich gefragt, wie kann ich diese Excel-Kompetenz in der Präsenzphase abbilden? Also habe ich gedacht, ich mache das Keyboard of Shame, heißt das bei mir inzwischen. Aber bei den meisten ist es dann Keyboard of Fame. Und zwar hab ich ein Bluetooth-Keyboard, das reicht in der Verbindung durch den kompletten Hörsaal. Und ich lasse die Studierenden eine Aufgabe bearbeiten, eben halt genau in dieser Think-Pair-Share-Geschichte. Das heißt, zuerst alleine, dann sollen sie es besprechen zusammen. Und ich bitte sie, ihre Notebooks mitzubringen. Sie können es aber auch gerne auf dem Zettel sich überlegen, wie sie diese Aufgabe dann in Excel lösen würden. Und dann gebe ich irgendwann das Keyboard rum und sage, so, bitteschön, du machst es jetzt. Und dann muss derjenige vor der Gruppe sozusagen eben produzieren in der Software einen Teil der Aufgabenlösung. Irgendwann sage ich dann, okay, dankeschön, dann nehme ich das wieder und gebe es weiter. Und das funktioniert sehr gut, weil die Studierenden tatsächlich die unmittelbare Augenscheinvalidität sehen. Das ist das, was wir auch in der Klausur erleben werden. Ich muss in der Software irgendwas arbeiten. Das ist zumindest, ich denke, für Formate, in denen Sie wirklich mit Software arbeiten in der Lehre und auch in den Klausuren mit Software arbeiten, ist es eine gute Möglichkeit, auch im Unterricht, also in der Lehre, diese Softwarepakete einsetzen zu können. Und Sie haben gleichzeitig noch diesen Aspekt des Lernens durch Angst, weil man sich natürlich nicht blamieren möchte, sondern man möchte gerne natürlich gut da performen vor allen anderen. Und wenn man eben weiß, dass man drankommen kann, dass man dieses Keyboard eben in die Hand, also diese Tastatur in die Hand gedrückt bekommen kann, dann glaube ich, ist das eine ganz gute Motivation, dann da auch in der Gruppenarbeitsphase mitzuarbeiten. Ich würde gerne noch zwei Sachen sagen, einmal zu dem Workload und dann zu der Frage, muss denn eigentlich alles dann auch wöchentlich als Lehrveranstaltung noch stattfinden? Man könnte sich ja auch überlegen, ob dann stattdessen Veranstaltungen ausfallen, wenn im Flipped Classroom auch eine Betreuung stattfindet. Das hängt ja sehr von den Hochschullehrverordnungen jeweils ab oder ob dann tatsächlich auch die Erstellung von den Materialien mit vergütet wird, mit SWS, die man sich anrechnen kann als Lehrende. Also das sind, denke ich, Dinge, mit denen wir uns gerade in Ludwigshafen sehr viel beschäftigen. Gleiches Bundesland. Wir haben die Möglichkeiten in Rheinland-Pfalz, aber die meisten schöpfen das jetzt noch nicht so im Detail aus. Und ich glaube, da ist noch einiges zu regeln und zu konkretisieren, auch in anderen Bundesländern. Und das andere ist die Frage mit dem Workload. Da bin ich mit Ihnen nicht ganz einer Meinung in dem Sinne, dass ich glaube, dass wir uns in die eigene Tasche lügen, wenn wir anfangen, tatsächlich mit realen Workloads zu rechnen und zu denken, die müssen das tatsächlich erreichen. Also wenn wir das Semester, also wir haben in Ludwigshafen 12 Wochen Präsenzzeit, wie sollen die im Gottes Namen die ganzen Stunden, die 900 Stunden in dieser Zeit machen und in den Semesterferien passiert gar nichts. Also ich glaube, da muss man in der Argumentation ein bisschen vorsichtig sein, das merken die auch schnell, dass das einfach unrealistisch ist. Und wenn die für über 40 Stunden, keine Ahnung, 50 Stunden die Woche lernen müssten, also ich könnte auch nicht 50 Stunden die Woche lernen. Ja. Also stimme ich absolut zu. Ich bin auch, also wenn die tatsächlich 9 Stunden Statistik machen würden, jetzt in diesen 12, 13, 14 Semesterwochen, die Sie gerade angesprochen haben, und das auch noch für jedes andere Fach machen würden, dann wären die, dann würden die das Tageslicht nie mehr sehen. Das ist vollkommen richtig. Deshalb haben wir bei der Erstellung dieses Kurses ziemlich gut darauf geachtet, dass die Vorlesungen nicht mehr, also dass die Videos eben nicht mehr 90 Minuten sind, sondern höchstens so 60, 70. Das reduziert das Ganze nochmal. Das eben verknüpft mit Ihrem ersten Kommentar, den ich sehr gut finde, tatsächlich für eben die Reduzierung der Präsenzzeit. Die ist nämlich möglich im Flip Classroom-Konzept. Bei mir ist es so, dass ich zwar genauso lange wie früher im Hörsaal stehe, aber die Studierenden sind in 3 Gruppen geteilt und die kommen eben nicht einmal jetzt 90 Minuten, sondern kommen dreimal 40 Minuten. Das heißt, die sind seltener, kürzer im Hörsaal. Und ich übe mit denen einfach kürzer, weil ich festgestellt habe, es reicht. Ich kann gar keine 90 Minuten füllen mit so vielen Aufgaben, kann ich mir gar nicht überlegen. Und es reicht offenbar mit 40 Minuten, es reicht, die Studis mal zu sehen, es reicht der persönliche Kontakt. Und dann scheinen die genauso gut dran zu bleiben wie früher bei 90 Minuten. Das heißt, das ist vollkommen richtig. Ich würde auch versuchen, über die Online-Teile die Zeit, die die Studis in der Präsenzphase verbringen, zu reduzieren. Sonst haben wir überhaupt keine Vorteile mehr, sondern nur noch erhöhten Arbeitsaufwand und hoffentlich erhöhte Lernergebnisse. Aber das wissen wir nicht so ganz genau. Also insofern stimme ich Ihnen in beiden Punkten völlig zu. Hier. Da hinten. Ich will auch nochmal auf diesen Aufwand von den Studierenden eingehen. Ich glaube aber, dass man weggeht von diesem Binge-Learning.
Also diese, es gibt ja diese Kurve, dass man halt kurz vor der Prüfung, also dass die Lehrenden dann auf jeden Fall vor der Prüfung irgendwie 3 Tage lernen, dass man halt mit diesem Konzept von diesem Binge Learning wegkommt. Auch wenn man eben nicht den Aufwand maximieren sollte pro Woche, der eigentlich über Bologna halt angedacht ist. Aber ein anderer Effekt, den wir an der TU Ilmenau haben, ist, wir haben die Studieneingangsphase für Ingenieurstudiengänge umstrukturiert. Die Lehrenden setzen sich sehr stark miteinander auseinander, also mit der Verzahnung, mit ihrer Lehre, mit ihrer Didaktik. Und da ist es halt dazu gekommen, dass vereinzelt Lehrende halt auch zum Flipped Classroom geswitcht sind, beziehungsweise auch den Lehraufwand, oder also die haben halt was geändert am Konzept. Das ist vielleicht nicht manchmal, also nicht immer das echte Flipped Classroom, aber sie haben halt was geändert, sodass der Aufwand für die Studierenden höher ist. Und wir hatten dann den Effekt in verschiedenen Runden, dass Lehrende gesagt haben, ja, ich habe dann meine Aufgabe gestellt an meine Studierenden und habe in der nächsten Veranstaltung gefragt, wer hat das denn gemacht? Und dann haben die gesagt, puh, das haben wir nicht geschafft, wir mussten so viel für Mathematik machen. Und das ist halt so die Frage, wenn man jetzt alle Veranstaltungen eines Studiengangs in Flipped Classroom umwandelt, ist das dann tatsächlich sinnvoll? Deswegen ist halt die Frage auch in die Runde, ob es vielleicht so eine Diskussion dahin gibt, das in ein ausgewogenes Konzept zu gießen. Also es ist vielleicht nicht für jede Lehrveranstaltung sinnvoll. Mathematik macht man vielleicht auch lieber an der Tafel, weil man da 3 Tafeln vollschreibt. Das ist halt so die Frage. Also ich denke, dass das angekommen ist, dass man mit verschiedenen, also mit anderen Didaktikkonzepten vielleicht auch mehr erreichen kann oder selbst seine Lehre reflektiert, aber man sollte das vielleicht auch eine Ebene höher ziehen, dass man halt das auf ein gesamtes Curriculum überträgt und mal schaut, was ist da ausgewogen. Eckstein, Hochschule des Bundes. Das Argument möchte ich so nicht gelten lassen, dass die Studenten kommen und sagen, ach, ihre Aufgabe haben wir jetzt nicht geschafft, weil wir hatten so viel. Das höre ich immer und da muss man die sich ein bisschen erziehen und muss sagen, das kann durchaus passieren. Das dürfen Sie mir aber nicht sagen, wenn ich die Frage stelle, sondern dann müssen Sie vor der Veranstaltung kommen und sagen, das haben wir nicht geschafft. Wir haben so viel anderes zu tun, damit ich mich auch darauf einstellen kann. Das ist jetzt so ein bisschen außerhalb, aber Sie werden merken, dieses Argument kommt nie wieder. Als Rückmeldung dazu, es ging mir jetzt auch, also natürlich muss man die Studierenden erziehen, dass sie da vielleicht also auch selbst was ändern, aber dass der Knackpunkt ist dabei, dass der Lehrende gesagt hat, nö, ich ändere nichts an meinem Konzept, ich mache jetzt weiter Vorlesungen. Ich stelle keine Fragen, weil ich einfach die Aufgaben nicht zurückbekomme. Also das ist der Effekt gewesen. Entschuldigung, ich möchte nur in den Raum werfen, dass vielleicht der Flipped Classroom ein schöner Punkt ist, um Bildungsprozesse zu initiieren. Und dann wäre die Frage, wie viel Erziehung bei Studierenden dann noch nötig ist, wenn man ein Bildungsgeschehen mit ihnen treten will. Also ich finde da... Also, gut, das ist aber vielleicht meine... Und das wäre vielleicht auch eine spannende Antwort oder Kontextualisierung Ihrer Fragestellung, wie dann Flipped Classroom-Ansätze zur Initialisierung von Bildungsprozessen oder so beitragen können und wie viel Erziehung da drin noch zu suchen hätte. Aber das ist so meine Ansicht und mein Fazit aus der Auseinandersetzung mit Flipped Classroom und forschenden Lernen. Schön. Wulf, Hochschule Aachen. Das, was ich bisher gehört habe, sind hochschuldidaktische Ansätze. Die haben aber grundsätzlich, und da bin ich jetzt ketzerisch, nichts mit Digital oder Digitalisierung zu tun. Sondern das sind einfach, und damit ist das, was Sie jetzt sagen, Digitalisierung ist gleich Technisierung. Und stimmt das? Also wenn ich mir einfach das vorstelle, dass das die Aussage ist, dann muss ich sagen, dann ist Flipped Classroom als Digitalisierungsinstrument falsch. Weil Digitalisierung in der Hochschule ist mehr. Und damit ist Flipped Classroom ist irgendwie, genau wie E-Learning, ist einfach hier so eine kleine Erbse, die da drin ist. Ja, absolut. Ja, ich habe im Augenblick so das Gefühl, dass so Flipped Classroom als Lösung aller Probleme angesehen wird. Da würde ich einfach aufpassen. Ja, nee, also das ist absolut richtig. Ich glaube, dass wir
Im Flipped Classroom haben wir, ich glaube, das liegt auch daran, dass das Konzept noch für uns, für viele von uns, relativ neu ist und dass wir natürlich erstmal irgendwie jetzt sehen und wir hören es vom Rolf Schulmeister, die Präsenzphase ist das Entscheidende. Und jetzt, ich bin froh darüber, dass wir endlich mal wieder über die Präsenzphase reden und darüber sprechen, dass man die Präsenzphase anders gestalten kann, als dass sich jemand vorne hinstellt und 90 Minuten spricht über ein Thema. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, Digitalisierung ist mehr. Und Digitalisierung sollte, wenn wir sie ernst nehmen, auch die Präsenzphase betreffen. Dass wir zum Beispiel im Rahmen dann auch in der Präsenzphase mit digitalen Tools arbeiten, mit kollaborativen Tools arbeiten, mit zum Beispiel Google Docs arbeiten, um das One-Minute-Paper zu schreiben. Also ich glaube, das sind Dinge, die wir tun sollten, dass wir in der Präsenzphase Excel einsetzen oder andere Software, die im jeweiligen Fachkontext verbreitet ist. Das ist der nächste Schritt, glaube ich, dass wir versuchen, das irgendwie vernünftig hinzukriegen. Aber auch da gilt für mich, wir stehen da noch so weit am Anfang und es ist erstmal gut, dass wir uns überhaupt unterhalten über die Frage, wie können wir denn die Präsenzphase sinnvoller gestalten. Vielleicht noch ein Kommentar zu Ihnen. Ich habe dasselbe erlebt in meiner Lehrveranstaltung, nämlich eben diesen Kommentar, das ist alles so viel, das haben wir nicht geschafft. Als ich den Flipped Classroom eingesetzt habe, ich glaube ein oder zwei Semester später, kam die Fachschaft auf mich zu und hat gesagt, du Malte, wir haben eine Petition von den Studierenden bekommen, dass die Prüfung zu deiner Veranstaltung die erste nach dem Semester sein soll. Das heißt, genau dieser Punkt, es ist im Semester schon viel gearbeitet worden, wir haben jetzt nicht mehr Statistik-Binge-Learning machen müssen, sondern wir haben über das Semester hinweg schon so viel erfahren, dass wir gerne deine Veranstaltung als erste machen würden, weil wir schon viel gemacht haben, um uns dann auf die anderen vorbereiten zu können, so wie wir es immer machen. Ich glaube, das sind Dinge, die man im Studiumsaufbau dann plötzlich berücksichtigen muss. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, dass das vielleicht sinnvoll werden könnte. Seitdem ist meine Veranstaltung die erste, die sogar noch in der letzten Semesterwoche geschrieben wird. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir uns als Lehrende auch gar nicht so vor Augen geführt haben und Konsequenzen, die wir nur dann erleben, wenn man mal mit den Studierenden spricht. Über diese Dinge, aber das ist vollkommen richtig. Da war noch eine Frage ganz hinten. Keine Frage, eine Anmerkung. Eckhard Dietzemann, Universität Siegen. Also erstmal wunderbar, ich habe heute gelernt, dass ich Inverted Classroom mache. Das wusste ich gar nicht, bis ich hier hinkam. Ich habe gedacht, ich habe so eine hybride Konstruktion irgendwie jetzt realisiert, in der ich einen Teil der Präsenzlehre digitalisiere und das versuche in ein didaktisches Setting einzubetten. Und vielleicht so ein bisschen der versöhnliche Aspekt jetzt, ich weiß auch nicht, wie es mit der Zeit ist, vielleicht zum Abschluss der Diskussion. Ich denke, darin in der Digitalisierung, gerade in der Nutzung von Screencasts in Verbindung mit Präsenzphasen, liegt ja auch eine Chance. Und ich sehe das ein bisschen in Verbindung mit dieser Diskussion, die wir zumindest in Siegen führen, Sie ja sicherlich aber auch, und zwar, dass wir es zunehmend mit einer heterogenen Studierendenschaft zu tun haben, im Hinblick auf die Voraussetzungen. Im Berliner didaktischen Modell würden wir jetzt sagen, soziokulturell und anthropogen. Ja, also, wir haben da ganz, ganz unterschiedliche Menschen in einer Veranstaltung, möglicherweise in einer Vorlesung sitzen. Also ich habe zum Beispiel in der Einführung in die Erziehungswissenschaft für Berufspädagogen habe ich grundständige Lehramtsleute sitzen und habe ich gleichzeitig Leute sitzen, die sich gerade in einem ingenieurwissenschaftlichen Bachelorstudium befinden, also die einen ganz anderen Zugang zu diesen erziehungswissenschaftlichen Fragen haben, aber so ein Modul Schule besuchen. Und ich habe ja dann gerade die Möglichkeit, wenn ich einen Großteil meiner Vorlesung als Screencast vorbereite, habe ich ja über dieses Freiwerden quasi der Präsenzphasen die Möglichkeit, da auch individueller zu arbeiten. Also ich nutze es jetzt, indem ich dann einfach nicht wöchentlich das ganze Plenum nochmal in Präsenz bespiele, sondern tatsächlich selektiv mit kleineren Gruppen arbeite. Lass die vorher Aufgaben zu den Screencasts bearbeiten und die Rückmeldung ist aus Studierendensicht so ein bisschen negativ konnotiert gewesen. Ja, jetzt, dann haben die gesagt, wir mussten uns das oft angucken und zurückspulen und dann mussten wir auch noch was nachlesen und so. Also damit war ja mein Ansinnen eigentlich dann gut erreicht. Ich habe da offensichtlich zumindest erreicht, dass sie sich punktuell sehr, sehr tief mit der Materie beschäftigen, was vielleicht in der Standardvorlesung nur ein Teil der Studierenden dann gemacht hätte. Also das ist so, das ist aber tatsächlich, Sie haben das zu Anfang ja gesagt, Sie haben gesagt, Lerntypen, haben Sie gesagt, sollte man berücksichtigen und eben auch die ganze Heterogenität, die einem da entgegenkommt.
impliziert aber auch, und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, ich habe auf einer der ersten Folien die Betreuungsrelation angesprochen. Der Jürgen Hanke aus Marburg macht das auch, dass der mit Tutoren in die Lehrveranstaltung geht. Das heißt, diese Gefahr, dass wir durch Digitalisierung von Lehrinhalten uns als Dozierende überflüssig machen, alle die, die den Flipped Classroom ausprobieren, stellen fest, eigentlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Es gibt Veranstaltungen, in denen ich mich zwei oder drei teilen müsste, um alle Fragen, die in einzelnen Gruppen entstehen, gleichzeitig beantworten zu können. Das heißt, wir auch da sind wir in der Präsenzphase plötzlich mit Herausforderungen konfrontiert, über die wir uns so noch gar keine Gedanken gemacht haben. Wir brauchen mehr Personal statt weniger. Wir brauchen mehr Zeit statt weniger. Und das sind, glaube ich, Dinge, über die man sich noch nicht so viele Gedanken gemacht hat, was einfach die Ressourcenlast auf beiden Seiten anbetrifft. Das ist vollkommen richtig. Ja. Wir haben noch eine letzte Frage an Sie. Sie können noch mal das Voting-System oder wie wir sagen Abstimmungseier in die Hand nehmen und noch mal uns eine Rückmeldung geben. Okay, so sieht das übrigens beim Dozenten aus. Ich ziehe das mal rein. Das sind die Geräte, die Anzahl der Geräte und alles, was gelb ist, hat schon abgestimmt. Und dann kann man sehen, ob noch was aufploppt oder nicht. Und wenn ich hier noch Zeit reingeben würde, dann läuft die Zeit jetzt runter. Und dann erscheint automatisch das Ergebnis. Das ist jetzt Lehrveranstaltungsevaluation. Ja, genau.